In der nun folgenden Sendung wurde nicht mit Essen gespielt. Alle abgebildeten Kinder kosteten freiwillig und wurden nicht zum Essen gezwungen. Und die im Studio benutzte Elektrozigarette verbreitet Wasserdampf und enthält kein Nikotin. Wir kochen, ihr lacht. Sie sehen Vicola, wir kochen, ihr lacht. Die Nahrungsmittelzubereitungsshow mit Sebastian Nitsch und Evolution. Wir kochen, ihr lacht. Was rauchst du denn da, Ivo? Was ich immer rauche, Sebastian, du weißt doch. Schön, dass wir uns hier zum Kochen wieder treffen. Ich grub mich mal ein bisschen ein. Klar, Ivo. Wir kochen, ihr lacht. Wir kochen, ihr lacht. Schalalalalala. Sebastian. Wir kochen, ihr lacht. Ivo, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Ivo, sag mal, hast du hier eine Küche aufgebaut, Ivo? Ja, ja, du siehst, es ist ein richtiges Kochstudio und für dich sogar eine Mikrowelle. Wir freuen uns auch sehr, dass ihr gekommen seid, liebe Gäste. In unsere WG, in unser Kochstudio gefunden habt. Und wir begrüßen natürlich die TV-Nation an den Bildschirmen. Alex ist ja ein Sender mit einer ganz, ganz starken Quote, wir wissen es. Und deswegen haben wir uns auch vorbereitet heute Abend. Sebastian, was haben wir vor? Ivo, wir haben heute vor, dass wir vielleicht mal verschiedene Kochwelten gegeneinander antreten lassen. Denn ich darf ganz kurz mal den Evolution vorstellen. Ja? Ja. Evolution ist ja ab 20 Uhr Kettenraucher, kann man sagen. Ne? Ja, kann man so sagen. Und er sagt auch nicht, was er da Kette raucht. Und davor ist er aber so Nahrungsapostel, vor 20 Uhr. Und redet über Bio und redet über die Vorzüge von Palmöl. Und ich bin mehr so der praktische Typ. Ja, Sebastian Nitsch ist, man kann sagen, so ein 95% Abstinentler. Und Frischluftfanatiker, aber er ist sowas, was ich in der gegenseitigen Zusammenarbeit, im Zusammenleben mit Sebastian bemerkt habe. Er ist ein Fastfood-Kenner, sage ich mal. Also was da im Kühlschrank liegt mitunter, ist ganz, ganz erschreckend. Und wir beide wollen heute unsere Nahrungsmittel so ein bisschen gegeneinander ausspielen. Was schnell ist, muss nicht schlecht sein, Ivo. Ja, wir werden kochen und aber zwischendurch auch singen, tanzen und lachen, nicht wahr? Es ist eine kleine Battle. Eine kleine Battle ist es schon, ja. Ja, es wird eine kleine Battle, aber immer mit einem lachenden und einem weinenden Zucken in der Zunge, sag ich mal Zucken so. Zucken in der Zunge, richtig. Ja, Sebastian, was hast du denn heute vorbereitet? Ich habe heute vorbereitet den Gruß von der Kartoffel auf Käsejoux. Oh, das klingt ja sehr, sehr interessant. Wobei ich befürchte, Sebastian, dass da was ganz Billiges dahinter steckt. Ivo, das ist jetzt wieder so eine gemeine Unterstellung von dir. Du bist eben Kettenraucher und die Sucht treibt einen auch dazu, so eine Dinge zu sagen. Ja, was für Zutaten hast du denn? Da habe ich eben Kartoffeln. Aha. Und Meersalz. Ja. Und Käse. Ja. Und Jalapenos mitgebracht. Aha, okay. Ja, da sind wir gespannt. Sind wir gespannt, oder? So kann man sagen, da sind wir gespannt, ja. Was hast du denn heute vorbereitet? Ja, Sebastian, ich dachte mir, okay, unsere Möglichkeiten sind hier so ein bisschen begrenzt, aber was ja ganz, ganz schnell geht und sehr, sehr gesund ist, ist Tomatensuppe auf Kokosöl. Also Kokosöl habe ich hier und damit schmore ich dann in dem Topf so ein bisschen Frühlingszwiebel an und ein bisschen Knoblauch, den habe ich jetzt vergessen, macht nichts, aber ein paar Tomaten. Und dann hier Passata, natürlich aus dem Bioladen, ganz klar, ganz klar. Und zum Schluss gibt es dann Kurkuma. Kurkuma ist ganz... Aber die Zutaten hast du schon alle nur gekauft, ne? Die hast du nicht irgendwo selber gepflückt oder so. So die, bio ist es dann doch nicht. Ja, wir leben ja in einer Großstadt, Sebastian. Und da muss man die hat aber ein Umland, ne, die Großstadt, weißt du schon, Ivo. Ja, ja, klar. Aber wenn ich jetzt hier wegen jeder Tomate ins Umland fahren würde, das wäre ja auch nicht mehr so gut für die Ökobilanz. Ja, aber was ja das Tolle ist an Kokosöl, was ich jetzt hier schon mal in den Topf tue, denn meins dauert wahrscheinlich ein bisschen, meine Tomatensuppe. Ja. Und werde es hier schon mal anwärmen. Kokosöl ist ja ein
Jetzt habe ich auch einen Löffel vergessen. Egal, ich nehme hier eine Gabel. Kokos. Da kommt ein Ach, Löffel. Danke. Oh, Dankeschön, ja, danke. Ganz freundlich. Dankeschön, lieber Rainer. Rainer, willst du Rainer mal vorstellen? Ja, Rainer, ich stelle mal kurz den Rainer vor. Heute werden Sie ja alle das, was wir Ihnen bieten, verkosten. Ja, das wird heute passieren. Und in Kochshows ist es ja oft so, dass es so seltsam wohlwollend ist. Ne? Da wird niemand vernichtet, da wird immer gelächelt und immer noch was Gutes gefunden. Und das, Ivo, bitte. Sorry. Und deswegen haben wir heute den Rainer hier. Der Rainer ist unser Feindschmecker. Der Rainer kriegt was nachher zu essen. Und er darf immer nur sagen, was ihm gar nicht gefällt an dem, was er gerade isst. Rainer, wir probieren es mal ganz kurz ohne Essen. Was gefällt dir denn jetzt schon spontan überhaupt nicht an Ivo? Na. Das Gute ist ja, Sebastian, dass wir hier nur Headsets haben und Rainer jetzt gar nicht zu hören ist. Und deswegen kann muss er sagen, eben, was er will. Das habe ich befürchtet. Pass auf. Ivo, was habe ich befürchtet? Rainer, wir haben diese neue Technik, die heißt Close-Up. Ich komme jetzt mit meinem Headset ganz nah zu dir. Ich bin 35, ich bin heterosexuell, du musst überhaupt keine Angst haben. Ich muss aber sagen, ich schwanke gerade ein bisschen, wenn ich dein 3-Tage-Bart sehe. Und dieses erstaunlich jung gebliebene Gesicht, Rainer. Warte, ich komme mal kurz zu dir. Okay, sag kannst, mal, was dich du an Du kannst schleimen, so viel du willst. Wenn ich sehe, wie er das zurecht macht, das ist wirklich... Was mich ja interessieren würde, ist, und was ich bisher noch nicht rausbekommen habe, diese Lauchzwiebeln, macht man das hier eigentlich auch noch mit rein, oder... Ich meinte die immer nur bis hier, aber es ist wahrscheinlich Verschwendung, oder? Da fragst du mich. Also die Enten da auch, ja? Da fragst du mich, da okay. fragst Ich bin ja so Crossover-Koch, hab mir das alles selbst beigebracht, immer per Trial and Error sozusagen. Und hab bisher, aber wir machen das hier alles rein, das ist super. Und dann kann das schon mal köcheln und schwitzen. Und was ja das Gute an Kokosöl ist im Gegensatz zu anderen Ölen sehr hoch erhitzbar. Und wird dann aber nicht, wird nicht gefährlich. Ja? Also andere Öle, wenn die an ihren Rauchpunkt kommen, dann kann es ja ganz schnell passieren, dass die dann Stoffe entwickeln, die einen älter machen, die einen älter wirken lassen. Und Kokosöl macht es aber nicht. Also man kann das sehr, sehr hoch erhitzen. Ich erhitze mal hier Stufe. Und Kokosöl hat sehr, sehr wertvolle Inhaltsstoffe für die Haut. Also wenn man viel mit Kokosöl macht, dann bleibt die Haut glatt und geschmeidig. Ivo, schaffst du das gleichzeitig zu reden und die Platte zu bedienen? Ja. Soll ich kurz reden und du bedienst die Platte? Moment. Kokosöl hat sowas ganz, ganz, so eine Linolsäure, glaube ich, heißt das. Linoleumsäure. Was, man kann sich damit sogar die Zähne putzen. Also mit Kokosöl kann man... Das wird ja sehr heiß. Also sehr, sehr gut für die Zähne auch. Ja. Ja. Und man kann sich damit einfach an die Haut auch cremen. Ja, verstehe. Also, es ist Rainer, wärst du an einer kleinen Dosis für deine Zähne kurz interessiert? Rainer, einfach den Finger vielleicht rein und mal so über die Zähne. Das ist auch ein sehr gutes Massageöl. Ich habe da ein Rap drüber gemacht. Ich habe ein Rap drüber gemacht, weil ich ja vom Senat gefördert werde inzwischen mit meiner Kocharbeit. Also die Zutaten werden bezahlt. Einfach so in der Hinsicht, dass ich versuche, auch mich ein bisschen an die Jugend zu wenden, dass die sich gesund ernähren und die Vorzüge vor, ne? von Kokosöl. Ja. Evolution okay. rappt. Ja, okay. Hey, ich bin am Start und will euch was stecken. Will hier und jetzt Nahrungsmittel checken, aber keine Burger oder Billigbuletten. Keine Chips und nicht die Fetten. Pommes vom Imbiss, nein, ich mein gesunden Shit. Zieh dir folgendes rein, alter Kokosöl oder Kokosfett. Ist ein hammerhartes Gesundheitsbrett. Du kannst damit braten oder schmoren. Kannst es pur ins Knäckebrot bohren. Kannst sogar, ey, musst dich nicht schämen, dir absolut lässig die Haut damit cremen. Ist gut für die Haut, ich sag es laut. Kokosfett ist gut für die Haut. Kannst sogar, ey, ganz geschmeidig sind die Haare packen. Die werden voll seidig. Und wenn du Checker, eine Freundin hast, geb ich dir einen Geheimtipp. Aufgepasst, ist deine Uschi mal wieder genervt, wird ihre Laune mit folgendem entschärft. Hör zu, sprich nach. Baby, lass mich dich mit Kokosfett wetten. Ich mach zwar auf Gangster, bin aber von den Netten. Und wenn du mit Kokos gefettet bist, mach ich Massage, ich riech keinen Mist. Ich knete dir die Rückenfront weich. Nackenverspannung löst sich leicht. Und
wenn du danach mich sicherlich fragst, weil du Lust auf Bumsi Bumsi hast. Wo es gleich geht, mein lieber Spaß, sag ich dir, es ist echt krass. Heute, Baby, brauchen wir kein Gleitgel, genauso gut mit Kokos. Yeah, jetzt weißt du Bescheid, alte Kokos, weißt du Bescheid. Brauchst du ein bisschen Support? Macht ihr da auch noch mal so ein bisschen Kokosöl auf die Stirn, oder was? Du brauchst gar keine Maske heute. Ich möchte auch mal vielleicht ein bisschen Kokosöl. Du hast ja auch diese Heißpartie, die schon ein bisschen analtert. Das kühlt auch, Kokosöl kühlt. Aber wirklich. Also ganz, ganz gesund. Oh mein Gott, das ist geil. Ja. Oh mein Gott. Ja, unglaublich, Ivo. Ich komme hier mal so ein bisschen. Oh. Mal hier vielleicht noch ein bisschen. Sebastian. Wie sieht es aus mit deinem Essen? Was ist los? Ja, genau. Sieht gut aus. Auch noch ein paar Tomaten rein. Und dann ist die Zeit auch bald reif, um dann die Passata da klar zu machen. Moment. Und in der Zwischenzeit hattest du ja mal den ersten Schritt deines. Ja, das kann ich natürlich machen. Ja, genau. Ja. Da ist ja jetzt noch eine Sache sehr wichtig. Bei meinen Gerichten ist es so, ich mache ja das den Gruß von der Kartoffel. Ja. Und da wird es so sein, ich habe schon was vorbereitet. Ich habe die Kartoffeln schon ganz, ganz fein geschnitten und sie dann mit Meersalz, das ich selber gesammelt habe am Mittelmeer. Ich habe die Hände einfach mit Meersalz so lange in die Sonne gehalten, bis mit dem Meerwasser, bis nur noch Salz in den Händen war. Dann habe ich auf die ganz feinen Scheiben von der Kartoffel das Meersalz so gestreut, ja, und dann in der Sonne auf dem heißen Stein auf Teneriffa hart werden lassen, ja. Und das habe ich mitgebracht und würde einfach vielleicht jetzt schon mal... Ich habe doch gesagt, dass mit deinen Zutaten... Und würde grundsätzlich jetzt schon mal den Gruß von der Kartoffel mit Meersalz einmal nur ganz pur vielleicht einfach mal zum Verkosten geben. Ich sehe hier gerade dich, mein Junge. Ivo, geh mal bitte ein bisschen zur Seite. Ja. Wie heißt du? Du musst leider dem Onkel ganz nahe kommen. Tut mir leid. Levi, isst doch mal einen Kartoffelgruß und sag mal so ganz genau, was du da schmeckst, Levi. Salz, ja. Kartoffeln. Und Pfeffer. Und für diese präzise Beobachtung von Levi gibt es ja wohl einen Applaus, oder? Salz. Und das ist bei meiner Küche eben sehr wichtig, dass es Salz, Kartoffeln und Pfeffer nur gibt. Das ist ganz pur, Ivo. Ne? Ja. Du machst hier rum mit Gekröse und mit irgendwelchen Biozeug, was du dir teuer gekauft hast. Ich setze nur auf Salz, Kartoffeln und Pfeffer. Ivo, darf ich mal ganz kurz was anmerken? Ja. Durch das Kokosöl sieht es aus, hättest du übelstes Tropenfieber. Sehr nass da. Ja, Kokosöl ist ja deswegen so gesund, weil es nur zum Teil sehr schnell in die Haut einzieht. Der Rest bildet dann so einen Film auch auf der Stirn und so. Danke, und dieser Film ist auch sehr schützend. Man kann Kokosöl auch als Sonnencreme benutzen, bei Sonnenschutzcreme. Und wenn so ein braun gebrannter Kokosöl kann man alles machen. Nasser Typ auf dich zukommt am Strand. Man kann damit sogar, man kann es als Deodorant benutzen. Wenn du mal hier durch mein Loch in mein Hemd vielleicht mal. Aber dann müssen wir ganz kurz. Hannes, bist du mal ganz kurz so gut? Hannes, mach mal einmal ganz kurz Applaus für Hannes. Hannes ist hauptberuflich Vorher-Nachher-Tester. Die braucht man ja immer. Hannes, einmal vorher bitte. Einmal vorher. Hannes, dein Eindruck? Geht noch einigermaßen. So, Ivo, wir kennen uns ja, ne? Ja, bitte. Ich find's trotzdem eklig. ich fasse Ivos Achsel an. Das ist ein ganz gesundes Deodorant. Hannes, kann bitte einmal man nachher. Man kann sagen, dass man mit Kokosöl alles machen kann. Einmal nachher, Hannes. Hannes, dein Eindruck, Hannes? Oh, ja, ist schön. So, aber ich wollte jetzt hier den Kurkuma... Applaus für Hannes, unseren mittlerweile erregten Vorher-Nachher-Tester. Wir nehmen heute einfach ein bisschen mehr Kurkuma. Wir trauen uns mal.
denn das reicht dann das fehlende Salz auf. Und wenn es den Stoffwechsel anregt, was genau passiert denn bei so viel Kurkuma jetzt? Ja, da wird einfach da wird einfach Energie geliefert, aber das ist eine gute Energie, die wird auch schnell geliefert, aber nicht wie bei Zucker. Da geht dieser Pegel von dieser einen Dingsbums da, geht dann nicht so hoch und geht dann gleich wieder runter, sodass man bei Zucker will man ja immer mehr essen dann. Und das ist bei Kurkuma nicht so. Es bleibt dann so auf so einem angenehmen Level. Und ist vielleicht ein bisschen viel Kurkuma, aber hat dann so einen pelzigen Geschmack, die Tomatensuppe. Und sie ist auch schon fast fertig, Sebastian. Wir können jetzt demnächst mal verkosten und hier Daumen hoch und Daumen runter machen. Als krönender Abschluss kommt dann hier gleich noch Mandelsplitter. Mhm. Oft Mandeln, auch ganz, ganz gesunder Snack. Also man kann, wenn man zum Beispiel auf Gummibärchen steht, die kann man sehr, sehr gut einfach ablösen mit Mandeln. Mandeln kann man eigentlich täglich fressen, man wird nicht dick, weil es ein sehr, sehr gesundes Fett ist. Es ist einfach Kokosöl, Mandeln, das sind alles sehr, sehr gesunde Fette und das kann man immer essen. Das kommt dann hier auch noch rein. Ich mach mal hier. Aber Sebastian, wie weit bist du denn mit deinem? Ich bin fast fertig mit meinem Gericht. Ja? Es fehlt nur noch ein Detail. Wir haben ja jetzt schon in der jenseits der Kamera habe ich bereits die Chips schon mal rumgehen lassen. Und die Leute haben eigentlich positiv reagiert, kann man sagen, ne? Die Chips waren irgendwie positiv, ne? Ja, siehst du? Und da fehlt ja noch was. Irgendwas fehlt da noch, ne? Sie waren noch nicht ganz zufrieden, ne? Noch nicht ganz. Was hat Ihnen da gefehlt? Ich muss mal ganz kurz mit dem Mikro zu Ihnen kommen. Was hat Ihnen da noch gefehlt? Geschmack. Geschmack. Sehen Sie, und dafür habe ich noch was mitgebracht. Es ist ja so, man könnte Käse dazu machen. Man könnte normalen Käse dazu machen, aber Käse ist ja eklig. Ivo, warum ist Käse eklig? Ja, Käse, es kommt auf den Käse drauf an. Warum ist Käse eklig? Käse ist eklig, weil es eigentlich die Muttermilch ist, die fürs Kalb bestimmt war, die wir der Kuh wegnehmen. Wir lassen Bakterien da reinkacken, die dadurch natürlich die Milch verwandeln zu irgendwas Neuem, das nennen wir Käse. Ja. Und nur mal vergleichen, wenn irgendwelche Wesen unsere Muttermilch von uns Menschen nehmen würden und eine ganz andere Rasse, die wir noch nicht kennen, da reinwerfen würden, die kacken, die trinken das und dann wird es was Neues und die Aliens sagen, lecker! Dann ist das genau das, was wir mit der Kuhmilch machen und da wird Käse drauf. Eklig, ja? Bio ist erstmal pervers, ja? Und deshalb gibt es etwas, und ich habe es auch mitgebracht, da haben die Amis uns wieder voraus, es kommt aus der Weltraumforschung und heißt Cheese Zip, ja? Das ist etwas, das erinnert nur noch entfernt an Käse, aber es schmeckt. Was ist das, Sebastian? Ivo, mach doch mal bitte den Mund auf. Kommt da jetzt Käse raus, oder ja, was? Ja, natürlich. Ivo, bitte. Sebastian, das muss mich jetzt ganz, ganz stark überwinden, aber für dich, aber ich möchte, dass du nur ganz, ganz wenig. Gut, ja. Das ist ein Sprühkäse, oder okay. wie darf bitte ich bitte einen Mut, mach Applaus für Ivo. Ich mach so, dass man... Ivo, du hast kein Vertrauen, kann es sein? Ja, ich hab nochmal... Warte, ich mach so, dass man es wirklich, dass alles gut sehen können. Warte. Ja, warte, das ist nicht gut für die Kamera. So. Oh. Warte. So. Und das ist eben die Veredelung für unsere Chips auf Cheddar-Basis, ja? Aber eben ganz weit weg. Warum guckst du so angeekelt? Ganz weit weg von der eigentlichen Kuh. Ich habe als Alternative noch mitgebracht, da habe ich Jalapenos reinmischen lassen, ja? Also was Scharfes für den Geschmack, wie sie es ja wollten. Und drittens, was machst du? Okay. Und drittens habe ich noch ganz normale Käsesoße. Und jetzt, weil ich das Finishing für mein Gericht, ja, für den Kartoffelgruß auf Käsejus, ja, das werde ich jetzt kurz erwärmen in der Mikrowelle. Und ich werde eine Portion machen und die rumgeben. Ich muss kurz abstimmen lassen für die erste Portion. Wer ist dafür, dass ich die erste Portion mit der USA-Käsesoße mache? Bitte Handzeichen. Du. Also eine Stimme für die Urs. Wer ist dafür, dass ich die erste Portion mit der Jalapeno-Käsesoße mache? Ah, ihr wollt Geschmack. Und wer ist dafür, dass ich die erste Portion mit der Vitamin-C-Käsesoße mache? Auch einige. Ich kann ja Jalapeno und Vitamin C einfach ein bisschen mischen. Also Ivo, ich gehe zu meinem letzten Arbeitsschritt über. Wie sieht es denn bei dir aus? Die Tomatensuppe kann serviert werden. Mir ist jetzt aufgefallen, dass wir vielleicht ausreichend von diesen Schüsselchen haben, aber ich habe vergessen, eine Kelle zu holen. Deswegen, während du jetzt deine
Chips da machst, hole ich mal schnell eine Kelle aus der Küche. Ich hole mal gerade eine Kelle. Moment. Levi, würdest du ganz kurz nach vorne kommen, um die Jalapeno-Soße auf den Chips zu verteilen? Bitte, ein kleiner Willkommensapplaus nochmal für dich. Levi, macht die Käsesoße mit Jalapeno rüber. Die noch Ladehemmung hat. Die Folie habe ich schon abgezogen. Die noch Ladehemmung hat. Warte mal. Ah, da kommt ein dicker Tropfen. Sehr schön. Sieht aus wie Senf. Ach, cool, danke. Sehr gut, Levi. Sehr gut. Hast du noch Kraft? Geht's noch? Geht's noch? Meine Güte. Was eine Wurst. Okay. Dankeschön, Levi. Danke. Sehr freundlich. Ich vollende mal. Es ist nicht einfach, aber das ist eben bei gutem Essen so. Da braucht man viel Gefühl und muss ganz behutsam vorgehen. Ja? Ganz behutsam. Ivo, ich mache einfach weiter. Das sieht sehr, sehr ästhetisch auch aus, diese kleinen Würstchen, die du da zauberst aus deinem Käse. Und ich werde jetzt mal hier Tomatensuppe rumreichen. Ich habe auch Löffel dabei, aber vielleicht könnt ihr die einfach selber weiterreichen. Jeder, der Tomatensuppe kosten möchte, nimmt sich einen Löffel, dann weiß ich auch, wo ich serviere. Und Sebastian, während ich die Tomatensuppe, machst du einfach noch ein bisschen, spielst was, oder? Am Keyboard. Klar, ich drück nur noch eine Wurst drüber. Oh. So, Moment. So. So, das dürfte schon fast reichen. Ich ergänze gleich noch. Aber für dich werde ich erstmal eine Warteschleifenmusik spielen. Ja, alles klar. Also alle haben eine Portion. Ja, also Tomatensuppe und unser Feinschmecker Rainer heute hat was und hat, glaube ich, auch schon von deinen Chips probiert, oder? Hat er oder nicht? Er hat, glaube ich, einen Chip. Nee, da muss ich ganz kurz noch finishen. Das musst du mir glauben. Okay, alles und es geht ja auch ganz schnell. Ja, das ist. So, Augenblick. Denn jetzt kommt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wiederum Weltraumtechnik zum Einsatz. Ich habe hier ein Gerät, das die Kraft der Sonne, die über Teneriffa auf nackte Männer brennt. Ja, Mikrowelle sehr, sehr umstritten. Aber Sebastian, ja, wenn du meinst, du musst, dann bitte. Die diese Kraft bündelt und mit einem Mal in diese Grüße von der Kartoffel auf Käsejus rein sendet. Ich bin ganz gespannt, wie das dann aussieht, der Teller, wenn er nach 20 Sekunden dann da rauskommt. Ich sage, wir zählen runter von 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Energie! Ich will es nicht sehen, Sebastian. Energie! Ach so, sie fängt jetzt erst an. Ich dachte, es wäre schon soweit. Ivo, wir müssen das feiern, was hier passiert. Gut, Sebastian, dann kannst du mal einen Löffel von der Tomatensoße kosten. Und mir dann schon mal sagen, was deine Meinung ist zu meiner Tomatensauce. Aber gute Köche nehmen ja den einen Löffel und tauchen ihn ein. Ja. Und nehmen den anderen Löffel, um dann daraus abzuschöpfen. Damit hier nichts unhygienisch verläuft. Es nicht mein Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, was fehlt? Was fehlt dir denn? Ich weiß nicht, was fehlt. Also, die Frage ist nicht, was fehlt. Die Frage ist, was ist es überhaupt? Es ist eine Tomatensuppe mit relativ viel Kurkuma und Kokosmilch. Ich guck mal kurz, was mein Gericht macht. Okay. Das riecht ja schon richtig lecker.
Richtiger schöner Käseduft, wie ja, damals. Ich freue mich dann gleich. Meine Zwillingsschwester hat sich früher immer Gorgonzola in der Mikrowelle geschmolzen. Und wir haben das dann von den Wänden abspachteln können und noch am nächsten Tag was von gehabt. Da gucke ich einfach mal schon mal rein. Stopp, Tür auf. Gut. Der Teller ist natürlich heiß, aber ich bin vorbereitet. So, Ivo, Zeit für dich. Mein Kartoffelgruß mit Käsejus frisch aus dem Teneriffa Sonnenextraktor zu verkosten. Ja, okay. Vorsicht, heiß. Ja. Sebastian? Ivo? Ich bin überrascht. Also diese Geräusche im Mund, dieses Knispern, das ist perfekt. Dieses und dann dieser Käse, wie er zergeht auf der Zunge. Aber, und da muss ich einen Punkt abziehen, Sebastian, da kann ich dann leider doch nur 3 statt 4 Punkte geben. Das kenne ich aus dem Kino. Also wenn ich da, das hast du geklaut, Sebastian. Das kenne ich aus dem Multiplex. Da sitze ich dann auch immer, da hole ich mir einmal im Jahr, hole ich mir sowas. Süßlich machende Stoffe. Süchtig machende Stoffe. Ivo, nimm doch noch was. Du, danke. Ich habe genug. Ich gebe es einfach mal rum. Danke für deine Kritik. Ja? Genau. Ich habe sie gehört. Genau. Und wir müssen aber natürlich noch unseren Feinschmecker Rainer zu Wort kommen lassen. Ja. Vorher gebe ich es einfach schon mal in ihre Hand. Sie nehmen sich einfach was und geben es dann weiter. Ja? Bitte einfach was nehmen und einfach mal kosten. Den Kartoffelgruß mit Käsejus aus dem Teneriffa Sonnenextraktor. Was empfinden Sie dabei? Ich komme also zu unserem Feindschmecker Rainer. Rainer, du hast jetzt beide Gerichte vor dir. Ja? Einmal Ivos Tomatengericht und einmal mein Kartoffelgruß. Was kannst du Schlechtes über Ivos Tomatengericht sagen, Rainer? Lass mich erst mal deins probieren. Gut, Rainer. Selten einen Menschen so erotisch essen gesehen wie dich, Rainer. Rainer, was kannst du Schlechtes über unsere Gerichte sagen? Ich kann es zeigen. Rainer, damit überraschst du uns natürlich ein bisschen. Aber ich meine, er isst es auf. Das kann man festhalten, oder? Er isst es immerhin auf. In diesem Sinne, würde ich sagen. In diesem Sinne kommen wir zur Publikumsabstimmung, oder? Ja, genau. Also diejenigen, die ich schon gekostet habe. Sebastian, mach doch mal einen Tusch. So, hat jetzt jeder zum Vergleich beide Gerichte gehabt? Dann, aber ja, wir machen. Gut. Ja. Dann müsst ihr euch die Tomatensuppe einfach denken. Bereit für den Tusch, Ivo? Dramatische Musik, bitte. Ja, Sebastian Nitsch macht hier so tatsächlich so einen Trommelwirbel an seinem Keyboard. Und wir bitten um ein Handzeichen. Daumen hoch oder runter für die Chips. Waren die Chips gut oder schlecht? Daumen hoch oder runter für die Chips. Ja, Sebastian, durchwachsen. Und jetzt Daumen hoch oder runter für die Tomatensuppe auf Kokosöl. Naja. Auch durchwachsen. Ja. Yeah. Wir freuen uns auf die nächste Sendung. Vicola, wir kochen, ihr lacht. Da werden wir, also ich werde Hirsebratlinge mit rotem Palmenöl machen. Rotes Palmenöl ist ja auch ein Gesundheitsbooster. Mit Sauerkraut. Und du, Sebastian? Ich werde Schokocroissants machen. Oh, das alles in der nächsten Sendung von Vicola. Wir kochen, ihr lacht, wir bedanken uns, liebe Alex-TV-Zuschauer und auch liebes Studiopublikum. Und ihr dürft jetzt gerne hier noch naschen. Wir sagen tschüss, auf Wiedersehen, Sebastian. Auf Wiedersehen, Applaus für Evolution. Und für Sebastian mit. Unabhängige Auswertung des Daumen-Hoch-Runter-Verhältnisses durch die Regie ergab 5 Pluspunkte für die Tomatensuppe auf Kokosöl und 2 Pluspunkte für den Kartoffelgruß an Käsejus. Damit war Evolution der Gewinner in dieser Sendung. Wir weisen nochmals darauf hin, dass in dieser Sendung nicht mit Essen gespielt wurde. Mal abgesehen vom Rumgespritze mit der Käsesoße. Aber Fertig-Käsesoße ist laut Evolution auch kein Essen. Kein Kind wurde zum Essen gezwungen und die von Evolution benutzte Elektrozigarette verbreitete Wasserdampf und enthielt kein Nikotin. Für die Tomatensuppe auf Kokosöl erhitze man einen Löffel kalt gepresst
erstes natives Kokosöl im Topf, gebe Zwiebeln und Knoblauch dazu und lasse das Ganze glasig schmoren. Anschließend kippt man die Passata rein, lasse sie 15 Minuten köcheln und würze zum Ende hin mit Salz und Kurkuma. Gekrönt wird die Suppe mit Mandelsplittern und Kräutern. Für den Gruß von der Kartoffel an Käsejus kaufe man Chips und Käsesoße und packe alles zusammen für 2 Minuten in die Mikrowelle. Wir kochen, ihr lacht. Guten Appetit!